Das Schloss von Minkowskie in Niederschlesien birgt viele Geheimnisse. Erbaut vor über 250 Jahren, diente es erst einem preußischen General, der an Syphilis litt, als Ruhesitz. Später dann den Nazis, erst als Offiziersbordell, dann angeblich als Versteck für einen sagenhaften Goldschatz. Die Spur zum Nazigold kennt Roman Fomaniak von der deutsch-polnischen Stiftung Schlesische Brücke. Hinweise sollen Aufzeichnungen eines SS-Offiziers liefern, die halbwegs gut gesichert an einem geheimen Ort lagern. Das ist das berühmteste Tagebuch der Welt. Es sorgt bei vielen für Meinungsverschiedenheiten. Am meisten wird seine Echtheit bezweifelt. Die Geschichte des Tagebuches klingt echt abenteuerlich. Das Tagebuch ist echt und war schon immer echt. Es wurde vor 75 Jahren von einem Mann geschrieben, dem wir das Pseudonym Michaelis gegeben haben. Er wurde direkt von Heinrich Himmler geweiht. Himmler vertraute ihm auch das Verstecken des Schatzes an. Es ist das Vermögen des Vierten Reiches. Schatzgeschichten, in denen Hitler und Reichsführer SS Himmler vorkommen, machen sich besonders gut in der medialen Vermarktung. Fest steht, dass die Nazis 1945 auf der Flucht vor der ruhmreichen Roten Armee auch Gold- und Kunstschätze mitgehen ließen. Bloß nichts den Kommunisten und ihren Truppen überlassen. Wirklich bewahrheitet haben sich nur wenige der Mythen um die Nazi-Schätze. So zog im Zweiten Weltkrieg eine US-Spezialeinheit an die Front, um Europas Kulturschätze zu retten. Entdeckt wurden von den Nazis gestohlene Werke an den erstaunlichsten Orten. Im April 1945 finden US-Soldaten in den Stollen eines Salzstockes in Thüringen säckeweise Gold, Silber und Kunst. Geschätzter Wert heute 2,2 Milliarden Euro. Von einem ähnlichen Schatz träumt Historiker Fomaniak. Angeblich werden in dem geheimen Tagebuch des geheim gehaltenen Autors weitere Verstecke genannt. Zu dem Tagebuch gehört auch eine Landkarte mit Hinweisen. Aber aus Sicherheitsgründen geben wir die genauen Standorte auf der Landkarte nicht frei. Wir müssen für die Sicherheit der Orte, die genannt werden, sorgen. Wir wollen dort keine illegalen Grabungen. Es ist wie bei jeder guten Schatzsuche, nichts Genaues weiß man nicht. Trotz Tagebuch und Landkarte. Ein Ort, an dem bereits gegraben wird, ist der Schlosspark von Minkowskie. Zusammen mit einem Archäologen legt Fomaniak seit einem Jahr selbst Hand an. Ausgegraben wird das Fundament einer Orangerie, unter der sich laut Tagebuch das Goldversteck befindet. Vielleicht gibt uns eines dieser Erdprofile, also die unterschiedlichen Erdschichten, einen Hinweis, dass das Gelände hier durchmischt wurde, dass hier Arbeiten stattfanden. Vielleicht wurde der Schatz hier versteckt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Niemand bis auf Fomaniak konnte die Landkarte aus dem Tagebuch bisher einsehen und auch die schriftlichen Hinweise scheinen ungenau zu sein. Wenn es um den Schatz hier geht, dann verraten uns die Quellen nicht genau, in welcher Tiefe er liegt. Es gibt nur die Vermutung, dass der Schatz so um die 4 Meter unter der Erde sein könnte. Auch im rund 40 Kilometer entfernten Opole hat man sich mit dem Tagebuch und dem Goldschatz befasst. Zuständig ist das Amt für Denkmalschutz. Seit fast einem Jahr begleiten die Beamten die Ausgrabungen im Schlosspark. Einem dort versteckten Nazischatz sehen sie eher entspannt entgegen. Das sind bisher natürliche Ablagerungen der Erdschichten. In 1,50 Meter Tiefe stößt man auch schon auf Grundwasser. Bisher sind leider die Erwartungen von denen, die Untersuchungen durchführen, nicht erfüllt worden. Wir konzentrieren uns selbstverständlich auf den archäologischen Aspekt der Arbeit. Die dort ausgraben, erhoffen sich vielleicht etwas mehr. Doch leider haben wir es bisher aus unserer Sicht nur mit der Freilegung eines Wirtschaftsgebäudes, einer reinen Baustruktur, zu tun. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss zu einem Wohnhaus umfunktioniert. Im Ballsaal liefen Filme. Nach dem Ende des Sozialismus wurde geklaut, was nicht nied- und nagelfest ist.
Jetzt ist die Stiftung Schlesische Brücke für 10 Jahre Pächter und will den Schatz finden. Nach den uns vorliegenden schriftlichen Informationen sind 48 Kisten Gold auf das Parkgelände von Schloss Minkowskie gebracht worden. Sie stammen aus der Breslauer Reichsbank. In dem geheimen Tagebuch ist angeblich von insgesamt 10 weiteren Verstecken die Rede. In der Summe soll es um 300 Tonnen Gold gehen. Die Keller sind überall von Schatzsuchern durchwühlt worden. Nach dem Krieg waren es Soldaten der russischen Armee, die die Kellerböden aufgestemmt und Löcher gegraben haben. Sie suchten auch geheime Gänge, die den Palast mit der Kirche verbunden haben sollen. Wir wissen, dass solche Tunnelgänge existiert haben. Alle anderen Keller wurden einfach nur verwüstet. Erst durch die Russen, dann durch die Einwohner von Minkowskie. Hier in der Mitte hat man auch ein Loch ausgegraben. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Dann präsentiert Fomaniak noch eine ganz besondere Liste aus dem geheimen Tagebuch. Es ist ein Who is Who der internationalen Kunstszene. Ganz oben Albrecht Dürer, dann Raphael, Rembrandt, Rubens, Cézanne, Monet, Botticelli, Menzel, Franz Hals. Alle sind vertreten. Von allen soll es mindestens ein Kunstwerk geben. Aber erstmal geht es um die 48 Kisten Gold der Reichsbank Breslau. Hinweise darauf verspricht Fomaniak schon bald zu liefern. Weil bisher nur Tonsteine und Scherben der alten Orangerie freigelegt wurden, soll jetzt Spezialtechnik eingesetzt werden. Wir wollen die Untersuchung mit Hilfe elektronischer Geräte vorantreiben. Diese Untersuchungen werden es uns erlauben, die Existenz des Schatzlagers hier unten zu beweisen. Wir haben dazu unsere Theorie und ich denke, die können wir schon nächste Woche bestätigen. Gefunden hat man nach einem Jahr Buddeln auch schon was. Der Fund hier ist vom 22. Mai. Wir datieren ihn auf ungefähr 1947-48, also eher aus der Nachkriegszeit. Es bleiben ein Anhänger aus Blech, ein Tagebuch, das keiner untersuchen darf, und ein SS-Mann, dessen Identität nicht gelüftet wird. Wenn ihr mehr über einen anderen angeblichen Nazi-Schatz erfahren wollt, klickt hier. Damals ging es um den sagenumwobenen Goldzug Adolf Hitlers, der angeblich in einem Stollen in Polen versteckt worden sein soll. Der Führerzug hat ja in Berlin jeden Tag unter Dampf gestanden. Der Führer konnte sofort einsteigen. Und dementsprechend, wenn das hier das Führerhauptquartier im Schloss sein soll, dann muss auch hier eine Garage für den Führerzug sein. Und wir vermuten, dass das entweder die Garage ist oder sogar die Einfahrt ins Führerhauptquartier.